Hallo, mein Name ist Professor Fahad Safesi vom Elsa-Institut in der Schweiz. Hilfe, ich habe Keratoglobus. Kann mir geholfen werden? Kann meine Hornhaut gecrosslinkt werden? Schauen wir uns den Keratoglobus an. Der Keratoglobus gehört zur selben Familie wie der Keratokonus, aber im Gegensatz zum Keratokonus findet die Ausdünnung nicht hier unten statt, sondern über der gesamten Hornhaut. Und das sieht man hier sehr schön. Die Hornhaut ist stellenweise nur noch 0,2 mm dick. Wie kann man so eine Hornhaut crosslinken? Weil das Crosslinking ist ja eigentlich für dickere Hornhäute entwickelt worden. Die ersten Protokolle zum Behandeln dünner Hornhäute kamen bereits vor mehr als einem Jahrzehnt heraus und das am weitesten verbreitete kommt aus unserer Gruppe. 2009 entwickelten wir das schwellende Hornhaut für sehr dünne Hornhäute. Ein paar Jahre später wurde dann das Kontaktlinsen-Crosslinking erfunden. Keine dieser Methoden funktioniert beim Keratoglobus. Warum? Weil die Hornhäute einfach zu dünn sind dafür. Wenn ich versuche, eine Keratoglobus-Hornhaut zu schwellen, wie man es hier im Beispiel sieht, das geht nicht gut genug. Und wenn ich versuche, das mit einer Kontaktlinse zu lösen, dann ist die Effizienz, die Wirksamkeit der Methode einfach nicht stark genug für diese sehr, sehr dünnen Hornhäute. Wir mussten also ganz andere Wege gehen und die sind wir gegangen. Es hat uns insgesamt 5 Jahre an Forschung und Entwicklung gekostet. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, zuerst haben wir einen Algorithmus geschrieben, wie man von Grund auf das Crosslinking an sehr dünne Hornhäute anpasst. Und zwar an jeden individuellen Patienten. Diesen Algorithmus haben wir vor 4 Jahren veröffentlicht und sind dann in eine klinische Studie gegangen, zuerst mit sehr dünnen Keratoconus-Hornhäuten. Und diese Studie war sehr erfolgreich, auf diese haben viele gewartet. Und sie wurde im Frühling 2021 publiziert. Und mit dieser Methode können wir sehr dünne Keratoconus-Hornhäute behandeln. Zeitgleich haben wir auch mit dem Keratoglobus angefangen und auch diese Studie und diese Fallberichte sind jetzt publiziert. Und dies ist das allererste erfolgreiche Crosslinking bei Keratoglobus. Es wurde bei uns hier am Elsa-Institut in Zürich durchgeführt. Und hier sieht man, wie anhand dieses Beispiels die Patienten mit Keratoglobus beinahe 3 Jahre nach erfolgtem Crosslinking nicht nur stabilisieren, sondern sogar ein wenig abflachen, besser werden. Wir haben die gesamte Technologie in das neue Spaltlampen-Crosslinking implementiert. So kann der Keratoglobus an der Spaltlampe behandelt werden. Also zusammengefasst, man kann jetzt den Keratoglobus behandeln. Das war die letzte Hornhautektasie, die bis jetzt noch nicht behandelt werden konnte.